Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in den Schuhberg-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 69,99 € dürfen wir einen Warenwert von 280 € erwarten. Ich werde es für euch mal wieder ausrechnen. Und der Schuhberg-Adventskalender ist eigentlich echt immer ganz gut. Ich meine, dass es sogar auch mal Varianten gab, die hochpreisiger waren als die 69,99 €. Julius ist übrigens auch mit am Start. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die das dieses Jahr auch wieder machen und ob es überhaupt die Parfümerie Schuhberg war. Ich bin da gerade ein bisschen verpeilt. Genau, wir haben ein wunderschönes Design und entferne mal den Schuhberg. Hinten drauf stehen die Produkte tatsächlich. Und wir haben hier, ich glaube, nicht den klassischen YBPN, obwohl es hier hinten drauf steht, Adventskalender, sondern den, der wirklich von der Parfümerie Schuhberg ist. Aber das müssen wir nochmal herausfinden, weil manchmal ist es auch tatsächlich so, dass du den Inhalt des Adventskalenders nochmal in einem anderen Adventskalender findest, den auch andere Parfümerien herausbringen. Muss man mal gucken, werde ich euch dann erzählen, wenn es dann soweit ist. Hier haben wir auf jeden Fall den Adventskalender, welcher ein Boxen-Adventskalender ist und da möchte ich mit euch zusammen reinschauen. Wir starten hier mit der Nummer 1 und auf der anderen Seite sind so Schneeflocken drauf. Und dieses Produkt hatten wir jetzt auch wirklich schon in vielen Adventskalendern drin. Es ist sehr, sehr hochpreisig. Eyelash Awakening Serum von M2 Beauté. Das sind 2 ml hier drin und das ist ein Wimpernserum, was halt ohne Hormone ist, ohne Parabene, ohne Silikone und ohne Tierversuche, welches ich persönlich eher so verwenden würde als Add-on zu Wimpernpflege, zu Haarpflege, weil Hormone halt dafür sorgen, dass die, habe ich euch hier im Video mal erzählt, ne, dass die Wimpern nicht ausfallen und sowas würde halt einfach die Wimpern an und für sich und die Haut pflegen. Die Nummer 2. Oh schön, Isadora High Impact Lift and Curl Mascara. In 10 Sekunden, auch sehr interessant. Also ich blende euch hier das Bürstchen ein. Ne? Eine Full-Size-Mascara im Adventskalender finde ich großartig, sehr, sehr praktisch. Und Isadora ist, glaube ich, auch echt eine gute Marke, also bin ich sehr gespannt. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Wow, und hier ist einfach auch was von Clinique drin, also bislang richtig, richtig krasser Inhalt. Take the Day Off Eye Makeup Remover for Lids, Lashes and Lips. Und hier sind drin 30 ml. Das ist ein Zwei-Phasen-Produkt, was man schütteln muss, damit die beiden Phasen sich verbinden und man einfach besser das Make-up damit abbekommt. Hier ist auch nochmal eine Inhaltsstoffliste drin. Das machen die Firmen wirklich sehr, sehr intensiv dieses Jahr, weil sie es müssen. Also nicht wundern, wenn ihr Adventskalender habt, wo sehr, sehr viel Papier drin ist. Und es macht halt Sinn, ne? Du hast erst ein Produkt, um deine Wimpern zu pflegen, um sie halt dann auch, ne, wieder wawawu-mäßig werden zu lassen. Eine Mascara, um sie zu betonen und zu schminken und etwas, um das Ganze runterzunehmen. Jetzt bin ich auf quasi den nächsten Part gespannt. Hier haben wir die Nummer 4. Wow, La Mer, The Moisturizing Soft Cream. Sage und schreibe, 3,5 ml sind hier drin. Aber es ist La Mer, es ist okay. Um es einfach mal so ein bisschen zu testen und diesen Luxus zu Hause einfließen zu lassen, ist es in Ordnung. Aber 3,5 ml ist schon sehr, sehr wenig für eine Gesichtscreme, ne? Mal schauen, ob wir am 5. Dezember auch im Bereich Gesicht bleiben. Oh, eine Parfümminiatur. In dieser Miniatur sind 4 ml drin und ich weiß, dass viele von euch auch auf diese Miniaturen echt abfahren. La Vie Belle ist halt wirklich so ein Klassiker, aber ich finde es schön, sowas hier drin zu finden tatsächlich. Ein ganz, ganz toller Duft. Nikolaus will es echt wissen. Wow, die Nummer 6. Oh, geil. Oh, geil. Barbour. Das ist so ein Dreierpack Ampullen, ne? Hydra Plus, Multivitamin und Lift Express. Großartig. Also Barbour Ampullen sind richtig, richtig gut. Wenn ihr eurer Haut nochmal ein bisschen mehr Liebe gönnen wollt, gönnt euch Dalton definitiv. Da habe ich auch aktuell den Code SPA-CLAUDI für 25% aufs ganze Sortiment. Und ihr bekommt sogar auch aktuell den Adventskalender 20 € günstiger. Ja, ja, Tatsache. Dazu könnt ihr gerne in dem Link in der Infobox bei mir auf den Link klicken. Und wenn ihr da noch ein bisschen was dazu bestellen möchtet, bekommt ihr dann natürlich auf die anderen Produkte im Warenwert mit SPA-CLAUDI 25%. Der 7. Dezember enthält eine Handcreme von L'Occitane mit 10 ml. Das ist die Handcreme mit 20% Shea Butter. Ist eine richtig gute Größe für die Handtasche, ne? Handcreme in einem Adventskalender ist auch super passend. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Annemarie Börlind. Hier habe ich auch tatsächlich, sehr interessant, Augenpads. Die Hyaluron-Augenpads mit Soforteffekt. 2 Stück mit Hyaluron sind hier drin. Ich habe jetzt zum Beispiel hier so eine kleine Milchengeschichte unter meinen Augen, sodass da alles ein bisschen wild ist, ne? Da könnte ich die nicht vertragen.
Aber trotzdem sind die sehr, sehr gut und werden auch zu Recht von vielen gelobt. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas von Lancôme freuen. Die Renergy HPN 300 Peptide Cream, die ist schon, also da hatte ich das Serum letztens auch mal getestet. 5 ml sind hier drin enthalten und da hast du auf jeden Fall ein bisschen länger was von, um sie auszuprobieren, als bei der La Mer Creme. Also das reicht dann wirklich dann auch so für einen Wochenendtrip oder so. Mal schauen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Rituals, die Adventskalender muss ich auch noch auspacken. Stehen hier noch. The Ritual of Ayurveda, ein Harmonizing Foaming Shower Gel mit 50 ml. Ach, die mag ich gerne leihen. Und das ist auch ein sehr, sehr gefälliger Duft. Also auch eine richtig gute Sache. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Noch eine Miniatur. Versace. Dylan Turkeys. Oder Turkeys. Eau de Toilette. 5 ml haben wir hier drin. Also die Miniaturliebhaber werden hier auf jeden Fall nicht im Regen stehen gelassen, um das mal so zu sagen. Sehr, sehr hübscher Flakon. Mag ich gerne leihen. Und finde ich auch echt cool, dass sie das hier drin haben. Ne? Wow. Halbzeit, die Nummer 12. Oh, ein Lippi, Kiss Me Tender von YBPN, Smoothly Lip Balm. Auch ein Lippenbalsam, ist super aufgehoben in einem Adventskalender. Oh, richtig hübsch. Also das ist mal eine edle Verpackung für einen Lippenbalsam, oder? Cool. Also finde ich tatsächlich großartig. Ich mag das auch, wenn Lippenbalsame nicht so ganz klassisch verpackt sind, sondern ein bisschen hochwertiger. Und jetzt habe ich auch die erste Hälfte vom Adventskalender hier stehen. Das müssten ja quasi 35 Euro sein. Ja, definitiv. Also das... Definitiv, definitiv. Und das finde ich richtig, richtig cool, was wir jetzt bislang hier schon drin finden durften, oder? Wow, die Nummer 13. Übrigens hat das Ganze auch ein Wendebild, ne? Wenn man das theoretisch umdrehen würde, hätte man dann am Ende der Weihnachtszeit ein weihnachtliches Bild da drauf. Biotherm Eau Pure, ein weiteres Duschgel haben wir hier drin. Belebend mit Zitrone. 50 ml sind hier drin enthalten. Und das ist dann für diejenigen, die nicht so auf diese schweren Düfte wie Rituals of Ayurveda stehen, sondern eher auf die frischen, zitrischen Düfte. Ja, bin ich jetzt eher nicht so der Fan von. Hätten die besser verteilen können, ne? Weil jetzt hast du quasi relativ schnell aufeinander die beiden Duschgele gehabt. Die Nummer 14 hat sich ein bisschen versteckt. Und hier haben wir unsere erste Augencreme. Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel Creme mit 3 ml. Also finde ich bei einer Augencreme vollkommen in Ordnung. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt. Ein süßer kleiner Tiegel, mit dem du aber wahrscheinlich auch echt eine Weile auskommst, ne? Cool. Also die Marken hier drin sind schon Hammer, oder? Die Nummer 15. Und bislang noch kein Füllprodukt oder so ein Kram. Richtig geil. Carven Dormabül de Fleur. Ein Roll-On-Perfume mit 10 ml. Die Marke sagt mir gar nichts. Sehr, sehr interessant. Ja, und wie gesagt, das ist halt so ein Glasgeschichtlein mit einem Rollerball. Hat auch was von Mandarine oder so mit dabei. Ganz interessant. Aber Rollerballs sind nicht so ganz was für mich. Ich bewahre sowas dann gerne auch für die Parfümminiaturen, Adventskalender zum Beispiel, die dann ja auch auf meinem Kanal verlost werden. Die Nummer 16 enthält unsere dritte Gesichtscreme. Jetzt muss es aber auch reichen. Von Ahava Time to Hydrate Essential Day Moisturizer von Normal to Dry Skin, 15 ml. Ahava ist eine super angenehme, verträgliche Marke. Mag ich immer sehr gerne leiden. Schöne Pflege. Hinter einer sehr simplen Verpackung versteckt sich meist ein guter Inhalt. Hier haben wir schon eine Woche vor Heiligabend, den 17. Dezember. Lancaster 365 Skin Repair in Serum. Oh, 10 ml sind hier drin. Das wird einen sehr, sehr hohen Wert haben. Und das mal eben so eine Woche vor Heiligabend reinzupacken, ist echt eine Hausnummer. Cool. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist jetzt der 18. Dezember. Oh, passt ganz genau hier rein. Nein. Ach, okay. Ich wollte schon sagen. Narciso Rodriguez for Her, Her Body Lotion. 75 ml. Feier ich. Pudriger Duft. Sehr, sehr geil. Und wir hatten noch keine Bodylotion, ne? Nee, sehr, 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 sehr gut. Aber von Narciso Rodriguez haben wir jetzt gar nicht mal so häufig irgendwie Bodylotions mit dabei. Wow. Der 19. Dezember. Shiseido. Okay, jetzt haben die schon wieder sehr blöd verteilt. Hier schon wieder halt ein Serum drin. Power Infusing Concentrate Ultimune 10 ml. Hammergeiles Produkt. Wirklich, wirklich sehr, 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 sehr großartiges Serum. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal verwendet. Mag ich gerne. Ist auch so Slow Aging. Richtig geil. Der 20. Dezember eröffnet den Endspurt Richtung Heiligabend. Wow. Forever Laura Biagiotti. 10 ml Eau de Parfum. Das ist ein Sprayer. Also das ist ein Adventskalender, Leute. Den kann man sich angucken, wenn man auch richtig krass auf Düfte und so steht, ne? Mega krass. Ist mit einem Sprüher natürlich dabei. Wenn es 10 ml sind, ergibt es durchaus Sinn. Oder halt der Rollerball, wie wir das eben schon hatten.
Das riecht eher so nach etwas, was ich halt tragen würde. Ein bisschen blumig, aber Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr, sehr verspielt auch, ne? Bin gerade ein bisschen geflasht tatsächlich davon. Der 21. Dezember. Laboratoire Filorga Age Purify Intense Knochenserum. Gegen Falten und Verfärbungen. 7 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut. Also krass. Ne? Aber auch hier, drittes Serum. Wir haben unser Limit erreicht. Ne? Maximal 3 von einer Sorte, würde ich sagen. Würde tatsächlich ein gutes Mischverhältnis ausmachen. Aber krass. Die Nummer 22. Sensai Silk Peeling Powder. Klar, wir können auf jeden Fall ein Peeling gebrauchen, dass man sich so vor Heiligabend nochmal ein bisschen fresh macht und so. 0,5 Gramm. Unglaublich. Also hier haben wir das drin, ne? Der Tag vor Heiligabend ist sehr, sehr schwer. Oh, das finde ich toll. Hier ist eine Kerze drin. The Sacred Lotus and Jojoba. Also das finde ich sehr, sehr schön tatsächlich. Es wird wahrscheinlich einen Wert von ungefähr 2,50 Euro haben, aber ich finde es schön, weil das eröffnet so ein bisschen, nein, eröffnet nicht, sondern gibt so diesen romantischen Vibe und das mag ich. Also ich würde es ja feiern, wenn wir jetzt Heiligabend irgendwie auch dekorative Kosmetik hier drin hätten oder so, aber haben wir sogar 2 Produkte. Und das sind tatsächlich 2 Klassiker, was ich witzig finde, weil, ja, das packt man auch zusammen in ein Kläppchen, wenn man, wobei das ist ein 70 Euro Adventskalender, das geht halt vollkommen klar, aber es ist von Art Deco beides, einmal ein roter Nagellack mit 10 Millilitern, das ist dieser hier, der halt in einem Weihnachtsrot ist und halt wirklich zu Heiligabend passt, ne, und dann noch ein Lippenstift, der dann wahrscheinlich auch in Rot sein wird, gucken wir mal, ja, ein klassisches Weihnachtsrot, ne. Und das passt wirklich in die 24. Das hätte ich dann halt, wie gesagt, entweder, was heißt wie gesagt, das hätte ich entweder in der 6 oder in der 24 gesehen. Und deswegen finde ich das so echt schön. Ob wir 280 Euro Wert erreicht haben, gehe ich ganz stark von aus, ja. Wir haben hier großartige Produkte von hochwertigen Marken. Und ich glaube, dass man hier auch einen Adventskalender hat, der sehr, sehr gut befüllt ist. Was ich bemängeln möchte, ist tatsächlich die Aufteilung. Man hätte es einfach ein bisschen mehr durchmixen können. Positiv, es wurde sich dran gehalten, nur 3 von einer Sorte, obwohl die das ja nicht wussten, dass ich diese Theorie aufstelle. Wir haben eine Kerze mit dabei, wir haben keine Füllprodukte. Das ist ein richtig cooler Adventskalender für 69,99, Leute. Ich habe euch den Link mal in die Infobox reingesetzt, da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Also es ist keine Kooperation oder so, ich habe den einfach auch selber bestellt, ne? Sehr, sehr geile Produkte. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.